Ripal Fußbodenheizung. Trockenverlegung auf gedämmtem Rohfußboden mit Lagerhölzern für Dielung. Ein ebener, waagerechter Untergrund bildet die Grundlage für die optimale Verlegung einer Ripal Fußbodenheizung. Den Raum umlaufend wird ein Randdämmstreifen befestigt, um die Schallübertragung in anliegende Wände zu verhindern. Anschließend werden die Ripal-Lagerhölzer von einer Seite beginnend dem Verlegeplan entsprechend im Raster aller 56 cm verlegt. Um die Einhaltung des vorgegebenen Rasters zu gewährleisten, ist das Arbeiten mit einer Schlagschnur zu empfehlen. Die Ripal-Lagerhölzer werden im Abstand von 25 cm mit 4,5 x 50 mm großen Schrauben am Untergrund befestigt, wobei die Aluminiumkaschierung nach oben gerichtet ist. Zwischen den Ripal-Umlenkbogenblechen werden 32 cm lange Lagerhölzer um ein halbes Feld versetzt angeordnet, sodass für die Verlegung von Dielen immer die Möglichkeit der Verschraubung besteht. Zwischen den fixierten Lagerhölzern wird nun ein 2 mm starker Wellkarton mit der Wellseite nach unten ausgelegt, wobei das Betreten des Kartons vermieden werden sollte. Anschließend erfolgt die Verlegung der Umlenkbogenbleche, welche mit je zwei Schrauben durch den Wellkarton befestigt werden. Vor der Verlegung der Heizrohre wird der Ripal-Hartkarton zwischen den Lagerhölzern verlegt und mit einem Tacker fixiert. Hierbei sollte auf einen geringen Abstand von 1 bis 2 mm zwischen den Kartonplatten geachtet werden. Zu Beginn der Verlegung wird das Ripal-Heizrohr an den Vorlauf angeschlossen. Entsprechend der Zeichnung wird das Ripal-Heizrohr ausgerollt. Unter Berücksichtigung der Meterzahl kann nun das Heizrohr vom Heizkreisverteiler beginnend abgerollt werden. Eine Verdrallung der Leitung sollte durch Mitlaufen aller Bögen vermieden werden. Vor der Verteilung der Wärmeleitbleche wird das Heizrohr an allen bereits montierten Umlenkbogenblechen mit Hilfe der Rohrlaschen befestigt. Nach dem erfolgreichen Verlegen der Wärmeleitbleche laut Verlegeplan werden diese mit zwei Schrauben diagonal am Untergrund befestigt. Die Fixierung der vier Ecken des Bleches erfolgt unter Zuhilfenahme eines Tackers. Der fertig verlegte Heizkreis sollte nun nach Anschluss des Rücklaufs auf Dichtigkeit geprüft werden. Auf die fertig verlegte Ripal-Fußbodenheizung kann nun die Montage der Dielen erfolgen. Hierbei muss darauf geachtet werden, die Verschraubung immer in Höhe der Lagerhölzer auszuführen, um eine Verletzung des Heizrohres auszuschließen. Ripal-Fußbodenheizung, Trockenverlegung in der Holzbalkendecke. Um zusätzlicher Aufbauhöhe vorzubeugen, werden bei dieser Montageweise der Ripal-Fußbodenheizung die Balkenfelder in der Höhe verändert, laut Verlegeanleitung vorbereitet und anschließend mit Hartkarton ausgelegt. Laut Verlegeplan wird in den Oberkanten der Balken 25 mm tief die Leitungsdurchführung ausgefräst. Die weitere Verlegung der Fußbodenheizung ist mit der Verlegung mithilfe von Lagerhölzern identisch. Um die Wärmeleitung im Balkenbereich zu gewährleisten, werden hier zusätzliche Aluminiumbleche aufgebracht und mit einem Tacker befestigt. Weitere Informationen sowie schriftliche Verlegeanleitungen finden Sie auf unserer Homepage unter www.ripal.de.